Franziska! Karen! Ich glaube, ich habe hier was. Was denn? Zeigen Sie mal, Frau Doktor. Wow! Wow! Ziemlich gut erhalten, aber was ist das? Es lag im Grab eines ägyptischen Kriegers. Es könnte ein Kultobjekt sein. Oder ein Fruchtbarkeitssymbol. Ich weiß nicht. Es sieht eher aus wie eine Art Kommunikationsmittel. Vorsichtig. Das sind Tasten. Das könnte ein Schriftfeld sein. Steht was drauf? Karen, ist das altägyptisch? Nein, das ist deutsch. Was? Bist du dir sicher? Ja, da steht ein Anruf in Abwesenheit. Mensch, das gibt's doch nicht. Franziska, hörst du? Es tutet. Oh, dass ich das noch erleben darf. Ja, hier ist Ramses der Zweite. Mann, Kleopatra, halt doch mal die Schnauze, ich telefoniere hier. Hallo? Was machen wir denn jetzt? Wenn wir damit an die Öffentlichkeit gehen, stellen wir die komplette Geschichtsschreibung auf den Kopf. Falls uns überhaupt jemand glaubt. Die Sache ist zu heiß. Niemand darf hiervon erfahren. Niemand. Okay. Was ist das? Das könnte eine Kopfbedeckung sein. Oder was Medizinisches? Jo. Aber leider ohne Zucker. Was? Haben keinen Zucker mehr. Ey, ich kann den nicht trinken ohne Zucker. Viel Milch reingetan. Hm. Geht, ne? Geht. Ja, wie spät haben wir eigentlich? 5:30, halbe Stunde noch. Ah, schön. Wagen 123, bitte melden. Nee, ne? Wagen 123. Motorradunfall am Parkgürtel, Eckemann-Teufelstraße, ein Verletzter. Wir übernehmen. Fährst du? Hab doch gar keinen Führerschein. Ich auch nicht. Ich dachte, du hättest einen. Nee. Hier, Wagen 123 nochmal. Was gibt's? Blöde Sache, das. Wir haben beide keinen Führerschein. Was? Wir haben beide keinen Führerschein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Wir kümmern uns drum. Okay. Dein Cappuccino war natürlich besser. Hier, Wagen 14. Notfall in der Wieseler Straße. 2 Rettungssanitäter ohne Führerschein. Bin unterwegs. Und deshalb frage ich dich, Heike Glober, willst du den hier anwesenden Gerd Stöcker zu deinem Ehemann nehmen? Ja. Ja, die ist da. Das kann ich machen, ja. Einen Moment. Da ist ein Anruf für Sie. Hallo? Mutti, warum rufst du gerade jetzt? Ja, ich hab zu tun. Ich heirate gerade. Weil du sowieso nicht gekommen wärst. Ja, ich weiß, dass du Gerd scheiße findest. Ja, aber es ist mein Leben, das ich versaue. Weil er viel Geld hat. Nein, wir haben keinen Ehevertrag gemacht.
Ja, richtig, weil ich dann die Hälfte... Ja, okay, ich dich auch, Mutti. Ja, ich rufe dich morgen. Ja, tschüss. Was war das denn? Wie mutig so sind. Können wir weitermachen? Willst du ihn lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet? Dann antworte jetzt.